Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder um ein Fahrzeug, das man sich durchaus etwas eher leisten kann, den Peugeot 2008. Der hat jetzt gerade erst eine Modellpflege erhalten und startet zu einem durchaus erschwinglichen Einstiegspreis von 23.800 Euro. Wir fahren hier das Topmodell, den Peugeot 2008 PureTech 130 EAT 8 GT. Was das alles bedeutet, das werden wir heute genauer erfahren. Wir werden natürlich mit dem Wagen, wie immer hier bei UbiTestet, auf unsere immer gleiche Verbrauchsrunde gehen. Bedeutet 50% Überlandstrecke, 40% Autobahn VMAX 140 und 10% Stadtverkehranteil. Da werden wir dann herausfinden, was der kleine Dreizylinder im Alltag wirklich verbraucht. Wir werden natürlich auch alles rund um den Peugeot 2008 erfahren. Was ist neu? Wie fährt er sich? Wie viel Platz bietet er für Passagiere und Gepäck? Wie variabel ist er? Und natürlich am Ende des Videos gibt es auch das Fazit, meine persönliche Meinung, Verbrauchsdaten und auch die Preise. Wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem ganzen Video ein Like gebt, den Kanal gerne abonniert, falls nicht schon getan, und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, dass wir am Ende des Videos auch diskutieren können. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Elixier rot lackierten Peugeot 2008 auf unsere Verbrauchsrunde. Viel Spaß! Ja, beginnen wir einfach gleich mit dem Design des 2008. Der wurde ja jetzt eben modellgepflegt und dadurch natürlich optisch auch an die aktuelle Modell- und Designsprache hier von Peugeot angepasst. Das heißt, wir haben auch das neue, flatte Markenlogo hier mittig auf dem Kühlergrill. Der wurde auch neu gestaltet, wurde jetzt optisch durch die Lackierung des Kühlergrills geschlossen und der Elektrovariante angepasst. Wir haben auch jetzt natürlich dieses neue Drei-Krallen-Design, was man eben bei allen Peugeot-Modellen jetzt bekommt. Das sieht man hier schön an dem Tagverlicht, hatte man vorher nur einen Säbelzahn, sind es jetzt eben drei Krallen, die pro Seite hier leuchten. Das Auto wirkt insgesamt jetzt einfach etwas bulliger, deutlich stämmiger und auch maskuliner als der Vorgänger, der dann eher noch ein bisschen zart beseiteter, weicher daherkam. Jetzt kommt eben dieser sportlichere Charakter, den Peugeot ja bei allen Modellen pflegt, deutlicher hier zum Tragen. Auch am Heck wird dieses Drei-Krallen-Design in den neuen LED-Rückleuchten fortgeführt. Das sieht man auch, sehr, sehr schlanke, schmale LED-Rücklichter. Das Fahrzeug wirkt auch hier insgesamt einfach nochmal etwas sportlicher, dynamischer, auch hier am Heck. Es bleibt aber weiterhin bei den kompakten Abmessungen. 4,30 Meter ist das SUV lang, hat eine Außenbreite von 1,98 Meter mit den ausgeklappten Außenspiegeln und ist lediglich 1,55 Meter hoch. Das ist also auch gar nicht mal so hoch für ein SUV. Also merken wir auch hier, es geht eher in Richtung Dynamik. Dynamik merkt man dann auch in den Platzverhältnissen, doch zunächst einmal beim Kofferraum ist das eher noch nicht zu bemerken. Mit 434 Litern ist der gut nutzbar und bietet auch ein ordentliches Volumen. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, den wir schön nach unten einlegen können, um das Stauraumvolumen nochmal zu erweitern auf über 500 Liter, wenn wir eben dachhoch beladen. Legen wir dann die Rücksitzlehnen um, dann haben wir eine maximale Laderaumkapazität von 1467 Litern und damit schluckt der kleine Franzose schon ordentlich was weg, vor allem den ein oder anderen IKEA-Einkauf oder auch durchaus mal größere Transportaufgaben. Im Fond ist es allerdings dann so, der Transport von Kindern oder Kindersitzen erfolgt natürlich durch Isofix-Möglichkeiten in der zweiten Reihe. Allerdings muss man sagen, die Türausschnitte sind eher schmal geraten und damit ist das Einfädeln von Kindersitzen jetzt nicht unbedingt optimal, vor allem wenn es etwas klobigere Kindersitze sind. Auch das Einfädeln der Isofix-Haken in die Vorrichtungen mit diesem Reißverschluss öffnet man den Stoff. Ja, das geht aber ganz ordentlich. Dennoch insgesamt eine etwas fummeligere Geschichte. Die Platzverhältnisse an und für sich sind auch beengt. Wenig Knieraum, aber gute Kopffreiheit. Die Sitze sind ordentlich ausgeformt. Auch die Knieschluss bzw. Kniewinkel ist ziemlich gut hier gelöst. Allerdings muss man sagen, auch so in der zweiten Reihe ist nicht allzu viel geboten, außer
dass man eben zwei Stromanschlüsse, ein USB-C und ein USB-A-Anschluss hat. Aber Stromluftaustritte etwa sind hier nicht vorhanden. In der ersten Reihe sitzt es sich dann sehr bequem. Vor allem hier in der GT-Line haben wir sportlich ausgeformte Sitze, die auch dann optional mit einer Alcantara-Ausstattung ausführbar sind, sind dann auch elektrisch einstellbar, zumindest der Fahrersitz, und bieten auch RGR-zertifizierten Sitzkomfort, also auch wirklich ein hohes Maß an ermüdungsfreiem Sitzen auf langen Strecken. Es sitzt sich gut, der Seitenhalt ist ordentlich, lediglich die Sitzfläche könnte ein bisschen verlängert werden, wenn man da noch eine ausziehbare Schenkelauflage installiert hätte. Der Blick fällt dann auf das neue oder modifizierte iCockpit, genannte Design. iCockpit, was verbirgt sich dahinter? Man hat ein nach oben verlagertes Kombi-Instrument, auf das man ja fast schon Head-Up-Display-mäßig schaut. Man blickt nämlich über den Lenkranz des kleinen Zwei-Speichen-Lenkers, was oben und unten abgeflacht ist, hinüber auf das Kombi-Instrument. Das Kombi-Instrument ist jetzt auch hier, ob serienmäßig bei der GT-Variante als 3D-Version ausgeführt. Das bedeutet, man hat diesen 10 Zoll hochauflösendes Display und davor wird nochmal eine kleine Plexiglasscheibe gelegt, auf die dann zusätzliche Elemente drauf projiziert werden. Und so entsteht dann eine Art 3D-Effekt. Der schaut ganz gut aus, muss man aber mögen. Ich bin jetzt eher nicht so der Freund von 3D-Elementen, aber hier funktioniert es zumindest gut und es lässt sich auch ordentlich ablesen. Dennoch, die Funktionalität des Cockpits bleibt weiterhin bestehen. Man kann über den Lenkstockhebel dann eben verschiedene Ansichten sich abrufen oder aber über das Media Display dann bestimmte Einstellungen speichern. Man hat nämlich zwei Individualisierungsmöglichkeiten. Das Drei-Speichen-Lenkrad ist weiterhin das kleinste Design überhaupt, das man eigentlich in einem PKW findet. Es liegt unheimlich gut in der Hand. Allerdings ist der Einstieg etwas erschwert hier vorne. Nicht nur durch die breiten Schweller, sondern eben auch, weil das Lenkrad so weit unten liegt, muss man sich da schon etwas einfädeln. Vor allem, wenn man dann eben den Sitzkomfort eines SUVs auf einer höheren Sitzposition haben möchte, dann kollidiert das Ganze dann so ein bisschen mit dem tiefliegenden Lenkrad. Das sollte man vorher bei einer Probefahrt auf alle Fälle einmal testen, ob einem das taugt, ob man damit zurechtkommt. Wenn nicht, dann muss man vielleicht eben sogar nämlich das Fahrzeug leider wechseln. Dennoch, der Blick über den Armaturenträger gefällt unheimlich. Wir haben hier in der GT-Line noch so anschmiegsame Carbon-Folierungen über die Armaturen. Das wirkt alles sehr gut. Auch schöne Doppelziernähte hat man hier drüber gezogen. Die Materialien wirken insgesamt hochwertig, sind auch etwas härter hier und da, dennoch aber auch immer wieder aufgehübscht durch neongrüne Elemente zum Beispiel. Wir haben auch eine Ambientebeleuchtung. Die Mittelkonsole, da prangt dann eben der große 10 Zoll Bildschirm. Der ist jetzt hochauflösend, hat eine deutlich feinere Auflösung als der Vorgänger noch. Die Bedienung funktioniert weiter sehr intuitiv. Man hat auch unten drunter dann nicht nur die Luftaustritte, sondern eben auch nochmal Direktwahltasten, vor allem für die Klimatisierungsmöglichkeiten. Das ist sehr angenehm und sorgt auch dafür, dass man das Fahrzeug ja ohne große Ablenkung vom Verkehrsgeschehen jederzeit bedienen kann. Was mir nicht so gefällt, ist die Sitzheizungsanordnung. Die ist so leicht schräg hier drauf. Da ist es ein bisschen schwierig drauf zu kommen. Wäre schön, wenn die irgendwie gerade noch installiert wäre jetzt hier. Vor allem, man hätte da ja noch auf dieser Touchbar, die man hat, noch so die Möglichkeit, eben vielleicht den einen oder anderen Taster da unterzubringen. Aber dennoch alles gut. Darunter die Mittelkonsole mit einem aufklappbaren Fach. Dahinter verbirgt sich die Induktiv-Ladeschale des Smartphones. Wir haben hier zwei USB-C-Anschlüsse, darunter noch ein Ablagefach und in der Mittelkonsole dann nicht nur die Armauflage, die eben nur zu öffnen ist und ein kleines Fach aufbietet, sondern eben auch die Ablage für den Wählschalter des 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebes. Diesen Toggle, den man jetzt hier hat, der ist jetzt auch schön flat integriert. Da haben wir jetzt nicht diesen Huckel da drinnen. Also das wirkt auch sehr, sehr gut gemacht. Insgesamt, es knarzt und knistert hier nichts. Alles wirkt insgesamt auch sehr hochwertig oder gut zusammengesetzt. Hier und da gibt es allerdings vielleicht noch die ein oder andere Fuge für den Fanatiker. Spaltmaße
dass er dann vielleicht sagen möchte, naja, das könnte besser sein, aber dennoch, wir bewegen uns hier immer noch im Kleinwagen-SUV-Bereich. Also, das sollte man vielleicht auch im Kopf haben, vielleicht auch für später. Wichtiger ist natürlich, wie fährt sich denn eigentlich der Peugeot auf der Straße? Was hat sich denn da getan? Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten der Antriebe. Es gibt 2 Benzinmotoren und eine Elektrovariante. Die Benzinvariante hat immer den 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner vorhanden. Den gibt es eben wahlweise mit 100 PS oder 101 PS beziehungsweise oder 131 PS. Und die Variante fahren wir aktuell. Die 131 PS Variante ist auch stets an 8-Gang Wandlerautomatikgetriebe gekoppelt. Und die 230 Newtonmeter Drehmoment sorgen dann auch für ein durchaus durchzugsstarkes Vorankommen. Der Dreizylinder arbeitet insgesamt ja etwas knurriger, kerniger, vor allem unter Last hört man immer so ein schönes Brummen. Also man muss es mögen. Ich persönlich finde, es passt ganz gut. Was nicht so gut passt, ist eher das Thema Start-Stopp-Automatik, denn der Dreizylinder schüttelt sich schon arg stark beim Starten und beim auch Ausgehen. Wobei es gibt da allerdings schon so einen Teaser, den ich vielleicht geben kann, denn Peugeot hat ja auch, oder Stellantis bietet mittlerweile diesen Dreizylinder auch als Mild-Hybrid an in verschiedenen Modellen. Und da ist er dann an ein 7-Stufen- und Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt mit einem Startergenerator. Und da funktioniert das Ganze dann natürlich deutlich besser. Und ich vermute auch mal, dass der Motor hier in den Peugeot 2008 auch in nächster Zeit sogar den Weg hineinfinden könnte. Also falls das der Fall sein sollte, wäre das natürlich eine absolute Empfehlung meinerseits. Dennoch aber für den Alltag funktioniert das Triebwerk sehr, sehr gut. Die Laufkultur ist, wie gesagt, schon in Ordnung. Die 8-Gang-Wandlerautomatik schaltet die ersten Gänge immer so ein bisschen ruckartig. Danach fast schon zugkraftfrei. Dennoch sehr entspanntes, ruhiges Schaltvorgänge und auch eine gute Spreizung über die 8 Gänge, sodass man immer ein angenehm niedriges Drehzahlniveau hier hat. Das sorgt dann eben auch für einen angenehmen Geräuschkomfort. Insgesamt ist auch die akustische Dämmung hier des Peugeot 2008 sehr gelungen. Man hört den Antrieb sehr dezent und auch die Windgeräusche hier sind angenehm. Natürlich heute das Prasseln des Regens hört man natürlich deutlich, ist klar. Aber dennoch auch so Gischt in den Rathäusern sind sehr, sehr gut aufgenommen. Also hier eine gute Kapselung der Kabine. Beim Fahren ist natürlich dann auch entscheidend, was das Fahrwerk macht. Wie kommt es denn so zurecht? Die 130 PS bis 230 Newtonmeter werden zuverlässig an die Vorderachse weitergegeben. Auch hier bei den schlechten Witterungsverhältnissen, wo es dann eben ein bisschen rutschiger wird. Wenn man da nicht einen digitale Fahrweise hat und das Gaspedal, ja, sagen wir es mal so, gefühllos nach unten tritt, dann werden die Vorderräder auch nicht überfordert sein hier und immer genügend Grip haben. Wer das nicht haben reicht, der kann sogar noch das Grip Control genannte Traktionssystem ordern. Da wird dann eben nochmal die Traktionskontrolle verändert, wenn man dann auf unterschiedlichen Untergründen anfährt. Das kann man dann auch einstellen. Das hat unser Fahrzeug allerdings nicht an Bord. Dafür ist unser Fahrzeug dann auf Winterreifen unterwegs. Mit 17 Zoll Rädern hier. Die Winterräder sorgen natürlich auch für einen leicht erhöhten Verbrauch. Das sollte man jetzt auch nicht vergessen. Und zudem fahren wir natürlich heute eben bei Starkregen. Das bedeutet auch, das sorgt eher für einen negativen Verbrauch. Aber kommen wir nochmal kurz zum Fahrverhalten zurück. Gerade was das Thema Lenkung angeht, durch diesen kleinen Lenkkranz fühlt sich das Auto schon unheimlich handlich an. Er fährt auch angenehm. Die Lenkung ist allerdings nicht wirklich meldungsfreudig, sondern es ist eine eher sehr leichtgängige Lenkung, die ein bisschen mehr Feedback schließlich von der Fahrbahn geben könnte. Das Fahrwerk ist sehr spurstabil, er liegt gut auf der Straße, hat einen sehr hoch angesiedelten Grenzbereich. Sicherheit ist auch hoch geschrieben. Die neuen Assistenzsysteme, die Peugeot jetzt hier verbaut, in der neuesten Ausbaustufe, sorgen auch hier für ein wirklich ansatzlos komfortables Fahren und sicheres Fahren. Wir haben hier die aktive Notbremsfunktion, die dann auch erweitert wird für Tag und Nacht und Fahrrad- und Fußgängererkennung sowie eine Abstandsregeltempomaten, der jetzt hier verbaut ist in unserem Fall. Wir haben eine aktive Spurhaltung und eben auch tote Winkelüberwachung, Notbremsassistent, auch Auspark
Assistent. All das sorgt hier dafür, dass der Alltag mit dem Peugeot 2008 wirklich sehr komfortabel und auch sicher gestaltet ist. Jetzt habe ich euch die Vorteile genannt. Jetzt kommen wir natürlich auch zu den Nachteilen. Die werden wir aber beim Fazit klären und natürlich auch wissen, was kostet eigentlich der Peugeot 2008 und vor allem, was hat er denn unter den heutigen Bedingungen eigentlich an Kraftstoff verbraucht. Also bis gleich. Eingangs hatte ich erwähnt, 23.800 Euro ist der Einstiegspreis für den Peugeot 2008. Was bekommt man dafür? 1,2 Liter Dreizylinder, Benziner, 6-Gang Handschaltgetriebe und auch schon eine durchaus umfangreiche Sicherheitsausstattung und Komfortausstattung. Mir persönlich gefällt der Peugeot 2008 jetzt optisch deutlich besser nach dem Facelift. Gerade diese 3-Krallen-Optik sorgen dafür, dass das Auto jetzt einfach erwachsener, sportlicher, ein bisschen dynamischer und maskuliner daherkommt. Der Vorgänger bzw. eben das Vor-Facelift wirkte da ein bisschen ja, zurückhaltender, schüchterner, nicht so selbstbewusst. Das passt jetzt hier deutlich besser. Er ist nicht der geräumigste, sowohl für die Fahrgäste als auch für den Kofferraum. Auf 4,30 Meter darf man natürlich keine Wunder erwarten. Wer das möchte, der muss in ein ganz anderes Konzept gehen. Dennoch sorgt der Wagen hier für durchaus Fahrspaß. Der Dreizylinder ist angenehm kräftig, läuft zwar etwas kerniger und ein bisschen vibrationsbehaftet. Dennoch, vielleicht kommt hier ja sogar noch der Mild-Hybrid mit dem Riemen-Starter-Generator. Wenn der kommt, dann wäre das sicherlich meine erste Wahl. Ansonsten könnte man hier auch ganz locker auf den Standardmotor, den 100 PS, greifen und dann eben mit der Ausstattung ein bisschen jonglieren. Das würde dann eben auch nicht den Preis in utopische Höhen schnellen lassen, so wie bei unserem Testwagen hier. 37.250 Euro ist der Preis, den Peugeot für unseren Testwagen aufruft laut Liste. Das ist echt viel Geld. Dennoch, es geht noch etwas teurer, nämlich in der E-Variante. Die hat dann, wie gesagt, einen 154 PS starken Elektroantrieb, 54 Kilowattstunden Batterie, hat dann so eine WLTP-Reichweite von über 330 Kilometern. In meinen Augen ist das auch etwas für den, der wirklich das Elektro fahren möchte. Der Wagen kostet dann nochmal bei gleicher Ausstattung 10.000 Euro mehr. Also für jeden im Grunde etwas dabei? Fragezeichen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Was sagt ihr? Wie gefällt euch der Peugeot 2008 nach dem Facelift? Wie gefällt er euch insgesamt? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Schreibt es mir unten. Lasst uns diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Das Abo für den Kanal, falls nicht schon getan. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei Ubi Tested beim nächsten Video mit mir, dem Ubi, und einem Auto, das ich euch vorstelle. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.